Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zum Aufstieg damit auch. Wie bewerten Sie das Spiel? Ja, ich denke, es war Kampfspiel, war intensiv. Vor allem bei den Temperaturen waren wir auch ganz schön gefordert. Aber als Team haben wir das super gemacht, haben super zusammen gespielt. Wie wir schon die letzten Spiele immer auch bestritten haben, haben wir gemerkt, ein Team ist zusammengewachsen. Waren viele junge Spieler dabei, aber ich denke, wir haben das ganz gut gemanagt und haben dann hoffentlich auch verdient den Aufstieg geschafft. Erstmal Glückwunsch und Dankeschön, ja, Gratulation. Und das Spiel muss ich so bewerten, dass wir klar gewonnen haben. Ja, zu Recht gewonnen, 3-1, muss man sagen, weil der Gegner hat auch bestätigt, waren wir auf jeder Beziehung besser heute. Ja, Sie haben eine super Saison gespielt. Wie wichtig war es, mit dem Aufstieg diese Saison zu krönen? Es ist ein kleines Plus, sage ich mal. Also es war jetzt nicht zwingend unser Wunsch. Wir hätten auch gerne noch eine Saison hier gespielt, weil viele junge Spieler dabei sind. Wir müssen uns auch erstmal als Mannschaft finden. Aber es ist natürlich ein super Ergebnis, dass wir das am Ende noch geschafft haben, auch mit der Mannschaft. Und sind jetzt super stolz auch auf uns und lassen das gehörig heute noch feiern. Die erste Serie, muss man sagen, war nicht so berauschend. Da hatten wir wenig Spieler, da waren wir 11, 12 Mann bestickt. Aber jetzt zum Schluss durch die A-Jugend, muss man auch sagen, das war eine Bereicherung für uns. Und auch von der Qualität her haben die Jungs alles gegeben. Wir haben ja fast alles gewonnen und immer mit 5 oder 6 Toren Unterschied. Muss ich der Gesamtmannschaft ein Lob aussprechen. Mit was für Gefühl gehen Sie in die neue Saison und was erhoffen Sie sich? Ja, erst das Gefühl, wieder eine Klasse höher spielen und da ist es spielerisch auch etwas besser. Und ich hoffe doch, dass wir diese Klasse halten diesmal. Was erhoffen Sie sich jetzt für die nächste Saison? Na, dass alle am Ball bleiben, dass wir als geschlossene Mannschaft da sind, auch viele beim Training, dass wir das dann auch schaffen können. Wir waren schon mal oben, war es schwer mit der personellen Situation und jetzt hoffen wir, dass es besser wird, dass wir ein geschlossener Kern bleiben und dann schaffen wir das auf jeden Fall auch. Vielen Dank. Gerne. Danke, Mann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.